Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Never Split the Party, diesmal nur mit mir und dem Pixel Gamer. Ja. Wir haben die erste Ebene schon gemacht und der Pixel hat ein richtig krasses Item auf der Ebene gefunden. Ich habe das ultimative Item gefunden, es erhöht alles. Ja, sie mal bei dir im Menü. Ich meine, das ist das mittlere von dem, was der hat. Ja, Harmonie. Bei ihm ist wirklich alles hoch. Er hat mehr Leben als ich, er hat mehr Reichweite als ich, er hat mehr Power als ich. Der hat alles hoch. Was ich unglaublich dreckig finde. Oh geil, hier liegen drei Herzen. Ja moin, ich brauch welche. Das Blöde ist, wir brauchen erst eine Bombe. Hast du keine mehr? Nein. Aber wir finden bestimmt eine. Ich glaube, ich habe nur noch ein halbes Herz. Nee, ein ganzes. Also ich habe noch ein ganzes. Dein Huhn lässt ja echt Münzen fallen. Ich hab Schlüssel. Wir müssen da hoch. Und jetzt kriegst du noch irgendein unfaires Item, ne? Ich hab Käse. Zylinder, ich bin Zombie. Größere Explosion und 5 Bomben. Ich hab einen Käse. Gesundheit erhöht. Wir können die 3 Herzen. Ah! Ich komm rein, Bombe! Gib mir auch eins, bitte. Danke. Wenn ich schon mehr Leben habe. Aber ich habe erhöhte Bombenreichweite und plus 5 Bomben bekommen. Ich habe keinen Schlüssel. Nimmst du, nimmst du die Bombe, ich das Schild? Ah, Scheiße, Schlüssel habe ich auch keinen mehr. Ja, ich auch nicht. Stirb, Kürbisse! Stirb! Wow. Thanks, Bro. Ich wollte nicht fliegen lernen. Er dachte doch. Hast gesehen, wie der mich reingeflogen ist? Meins. Ich habe doppelte Münzen. Oh. Ja, aber ich brauche auch welche. Nee, brauchst du nicht. Es reicht, wenn ich OP bin und niemand mich besiegen kann. Ich habe ihn mit dem Krug vernichtet und bin aus Versehen. Ja, Geldbeutel. Ich bin direkt in den nächsten. Hilf mir. Der ist schlimm. Der Raum ist schlimm. Krank. Hilf mir. Hier war ein Trank. So, 2 Skelette noch. Easy. Ah! Nein. Ah! Alter! Oh, das hat gezwiebelt. Warum? Ich hab nur einen Trank getrunken. Hättest du dir das nicht für den Boss aufheben können? Das hätte ihn ultra vernichtet. Nee, ich wusste nicht, was für ein Trank. Weißt du jetzt im Nachhinein, wie der Trank heißt? Nein. Mann, die Tränke sind immer unidentifiziert und ich habe keinen Schlüssel. Ah, du hast aber. Wow. Du gönnst dir erstmal. Ja, ich konnte mich einmal heilen. Komm zurück, hier links ist noch ein Raum. Ich habe erstmal die Vasen kaputt gemacht. Easy. Leckt mich am Arsch, ihr Fotzenfernkämpfer. Ihr könnt mir nichts mehr. Und was spawnt? Geld. Meins. Ja, wusste ich. Wir müssen jetzt oben. Ach. Ja, wir müssen jetzt einen weiter nach links und dann. Ja, das Problem ist, dass keiner von uns einen Schlüssel hat. Oben durch den Belohnungsraum können wir doch so in den Laden rein. Nimm du sie. Bei dir macht mehr Sinn. Radius. Lass jetzt noch einen hoch und dann sollten wir links hier rein. Weil ich hab 16 Münzen. Ich hab 6. Welches Item soll ich mir holen? Außer dem Kuchen? Dieser Pilz da, der kann dir permanent Tränke einfach machen. Will ich aber nicht. Brauche ich nicht immer. Die Tränke können auch sehr oft negativ sein. Was ist mit dieser Rüstung? Okay. Was hat die gemacht? Double Shield Picker. Also Schilde immer mir geben. Ich hab erhöht. Oh nein. So viel ich mach rechte Seite. Easy. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich mag Pumpkins einfach nicht. Die nerven. Okay, da liegt nochmal ein Schlüssel.
Wollen wir die Truhe öffnen oder die, oben zu den Schild? Ich würde sagen Schild. Nee, den nicht. Irgendwo war der Raum mit dem Schild. Lass mal aufteilen, dann finden wir den leichter. Hat sich erledigt. Ja, ich öffne dir, ich krieg dafür das, was in dem Wesen ist, okay? Heißt also gar nichts. Schilder. Hä, nimm doch... Ah, stimmt, die Bombe ist bei mir ja effektiver. Ich geh nur mal in den Laden. Vergessen. Wie viele Münzen hast du? Genügend, um mir ein Herz zu gönnen. Ein halbes. Ich hab aber nee, zwei. Ich konnte mir zwei halbe gönnen. Ich hab nur ein Herz. Aber dafür zwei Rüstungen. Was meinst du, werden wir heute den zweiten Boss schaffen? Weiß ich nicht. Wird schwer, ich hab nur ein Leben. Wie viel hast du? Ich hab drei ganze. Ich hätte auch fast die Heilung. Fast. Ah, sie hat sogar schon Schaden. Einfache Attacke. Ich mach die Bubble. Du musst die Bomben reinhauen. Die ist schlau. Au. Ich mache mir irgendwie immer nur selber Schaden mit den Bomben. Ich kann die einfach nicht wehren. Ich bin zu unfähig zum Wehren. Ich würde dazu ja was sagen. Hast du mit einer getroffen? Nö. Irgendwie nicht. Aber ich habe das ultimative Item, jetzt müssen wir es schaffen. Guck, ja, der Bubble ist kein Problem für mich. Ja, die schießt einfach locker weg. Und dieser Wasserangriff, der ist eigentlich auch leicht auszuweichen. Das Schlimmste sind nur diese... Das Schlimmste sind einfach nur diese scheiß Kugeln. Nö, die sind doch schnell weg. Ich hab noch anderthalb Herzen, wie viel? Ah, ja, ich auch. Du hast auch nur noch anderthalb. Ja, aber die ist ja recht schnell kaputt. Ja, vor allen Dingen mit meinem ultimativen. Ich hab bis jetzt auch keinen Minusschaden oder sonst irgendwas bekommen. Au! Jetzt habe ich nur noch ein Herz. Ich kann nicht nur noch höchstens einmal wiederbeleben. Die hat gerade in mir drin gekämmt! Nein, sie hat schon wieder vor! Ach Gott, no! Ich kann dich nicht wiederbeleben. Scheiß Kugeln. Die Kugeln sind minimal belastet. Oder anders gesagt, die sind anders belastet. Der. Nicht du schaffst der Boss, das, ich glaube nicht. Der Boss, die Kugeln sind der Boss. Ach gut, dass ich dann die ganze Zeit auf die scheiß Kugeln gegangen bin. Ja, diese Runde sind wir eigentlich sogar richtig weit gekommen, ne? Dafür, dass wir zu zweit waren, sind wir echt weit gekommen. Aber ich fand, Lebensmittelbomben haben echt nichts gebracht. Was aber was gebracht hatte, war diese Harmonie. Ja, wenn wir beide die finden, schaffen wir locker die Bosse. Jetzt noch bei dir Harmonie und bei mir und alles läuft. Wir brauchen uns einfach keine Sorgen mehr machen. Alter, ich rasiere jetzt. Wie viel macht denn der kleine Dude da? Och, der macht aber nur 2 pro Schuss. Noch weniger als Excalibur. Dafür trifft er aber auch breitflächiger. Ich belebe dich, nachdem ich den Tod hab. Ich bin mal kurz weg. Also kurz halt. Also, jetzt gönne ich mir aber auch mal ein. Volle Gesundheit. Oh, den hättest du eigentlich gebraucht. Ja, hätte ich. Ja, ich kann ja aber auch nicht wissen, was da drin ist. Naja, ich bin jetzt mal kurz mit auf Toilette. Also kurzzeitig bin ich allein, Leute. Jetzt bin ich Alleinunterhalter. Obwohl, das bin ich in den meisten Fällen eigentlich. Boah, ich hau die einfach instant immer mit diesem Krug weg. Der Krug ist Vernichtung. Alter, ich hab das Ding gerade reflektiert. LOL. Ich will den nicht einsammeln. Am Ende ist es das, was der Pixel braucht. Vernichtung.
Juckt mich nicht. Ich muss mal kurz die Karte sehen. Okay. Ich gehe mal nach oben. Das ist mies. Das ist mies. Ich gönne mal den Trank. Er weiß nichts davon. Jetzt habe ich noch mehr Gesundheit. Das ist gut. Aua. Scheiße, das Ding wollte ich nicht haben. Scheiße, er hat mich genau in das Full Life reingehackt. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, das ist easy. Das schaffe ich, Leute. Dafür bin ich noch intelligent genug. Hab Münzen bekommen. Das ist was Schönes. Ist da ein Schlüssel drunter? Ja, da ist ein Schlüssel. So, jetzt kann ich mir die Kiste rechts gönnen. Wow, in der Kiste, mit dem die ich mit dem Schlüssel geöffnet habe, waren Schlüssel noch mit drin. Ich habe bisher noch nicht unseren Lucky Room gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der auf dem Klo ist, ne? Das weiß ich jetzt echt nicht. Aber ihr seht, dass ich auch mal OP sein kann. Einer weg. Noch einer weg. Ich muss diese scheiß Kürbisse wegbekommen. Okay. Zwei Kürbisse weg. Und noch einer. Ja. Das hat mir einen Schlüssel gegeben. Okay, das ist wieder ein Easy Room. Einfach nehmen und Feuer. Scheiße, der war daneben. So, ein Kürbis lebt noch. Und Feuer frei. Ich hasse diese Skelette. Ich mag die einfach nicht. Ich glaube, den Heal habe ich eigentlich gar nicht gebraucht. Alter, wie hart rasiere ich denn jetzt eigentlich? Wofür habe ich da jetzt den Schlüssel benutzt? War oben echt gar nichts? Also ich gönne dem jetzt die beiden Herzen, ne? So, Fernkämpfer weg. Da ist der Bossraum, den betrete ich noch nicht. Er ist tot. Warum ist er tot? Wahrscheinlich wegen Inaktivität. Ich belebe den, wenn er wieder da ist. Oder stand da jetzt etwas, dass der hier gekickt wurde? Nee. Bleibt weg. Bleibt weg, ihr grünen Kackdinger. So, jetzt muss ich warten.
Ah, endlich unser Lucky Room. Ich lasse eine Bombe fallen, wenn ich getroffen werde. Okay, das ist awesome. Ich habe ihn jetzt einfach das Schwert reingedrückt. Mit dem Schwert kann man, wenn man will, sofort die Treppe öffnen. Da muss man nicht gegen den Boss kämpfen. Das Spiel heißt ja Never Split the Party, aber ich mache das gerade halt wirklich alles alleine, ne? Ich müsste jetzt noch diese Sache haben, dass ich Mega-Bomben habe oder hier die Mehrfachbomben, wenn ich Schaden kriege. Aber es ist geil, dass ich überhaupt jetzt Bomben fallen lasse, wenn ich gedamaged werde. Okay, ich glaube, ich habe soweit alles jetzt erkundet. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist auf Pixel zu warten, bis er wiederkommt. So, Leute, in der Pixel, der wird noch eine Weile brauchen, deswegen mache ich die Aqua Bitch jetzt alleine. Ich habe tiefste Hoffnung, dass ich die schaffen kann. Ich meine, guckt euch mein Leben an. Ich kann die Dinger jetzt einfach wegmachen. Ja, es reicht ein kleinster Treffer aus und diese scheiß Kugeln gehen kaputt. Das heißt, ich bin gerade ultra hart gegen die gewappnet. Zusätzlich, selbst wenn die mir Schaden macht. Ah, okay, man kann die nicht mit den Krügen treffen. Verstehe. So, wenn ich nochmal Schaden reingedrückt kriege, dann heile ich mich. Ich habe tiefste Hoffnungen. Komm. Ich drück richtig hart gerade. Ja, scheiße. Ja, eins von den Scheißdingern hat eine Heilung gedroppt. Okay, ich bin doch gestorben. Ja, jetzt habe ich echt lange auf den Pixel gewartet, aber ist dennoch nichts geworden. Ja, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin jetzt Level 10. Das war eine richtig awesome Folge eigentlich. Ich gehe jetzt aus der Runde raus, damit ich nicht direkt in eine neue reingesetzt werde. So sieht übrigens der Hauptbildschirm aus. Der nennt mich schon kranker Idiot. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da. Wir haben uns heute echt Mühe gegeben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao.